Jo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder Minecraft auf dem mineplex.com-Server. So auch mal wie auf dem US-Spiel. Wir wechseln gleich mal auf EU. Warte, ich habe eine Waffe, aber nicht eine besonders gute. Ich laufe weg zu den, ja, zum Kreuz. Und ganz hoch dann. Weißt du, was ich meine? Das Ritterkreuz? Mhm. Zur Burg, falls du hinter mir bist. Dann esse ich nämlich gleich. Oh, hier ist was. So, wir haben schon mal ein bisschen Gier gefunden. Oh Gott, hier ist schon mal einer mit so einem Beastmaster. Der hat nämlich einen Hund. Schnell noch die Hose, Stiefel anziehen. Ja. Keiner hinter uns, perfekt. Waffe zurechtgelegt. Wir faken also wie immer an, wir haben eine Waffe, aber wir zeigen sie einfach nicht. Neue Brust, sehr schön, ich habe eine Brust für dich. Und ja, die Leute fragen sich jetzt bestimmt wieder, hey, wieso machst du Minecraft nicht was anderes? Wie zum Beispiel DayZ, ihr wisst ja, DayZ spiele ich, kommt einmal die Woche mehr, kann man es einfach nicht kriegen. Dazu habe ich einfach nicht die Zeit, um das so aktiv zu spielen, dass ich so viele Videos machen kann. Oder ich kann es halt, ja, machen wie andere Let's Player und einfach jeden Scheiß hochladen. Das bedeutet also, ihr seht von 7 Folgen, werdet ihr 6 Folgen sehen, wie wir einfach nur durch den Wald laufen. Und eine Folge mit Glück, dass wir kämpfen. Deswegen, es ist einfach zeitlich nicht anders machbar. Außer wir haben wirklich in jeder Aufnahme 100.000 Fights und Kämpfe oder bauen jede Aufnahme irgendwas. Geht einfach so nicht. Ich will das schon ein bisschen spannend halten. Da haben wir einen Unschuldigen getötet. Der hat uns aber was zu essen gegeben. Und sogar eine Hose. So unschuldig war er also gar nicht. Und außerdem muss ich sagen, es kam ja das Minecraft, diese Meldung, dass Notch Minecraft verkauft hat. Für wie viel bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das waren 2,5 Millionen oder Milliarden. Ich glaube eher Millionen. Milliarden hört sich ein bisschen absurd an. Oder? Hm. Nee, gar nicht, ne? Vielleicht war es doch Milliarden. Nicht für große Firmen. Eben. Hat ja Microsoft gezahlt. Also könnte auch 2,5 Milliarden sein. Und finde ich, ja, ich sag mal, ist Notchs Entscheidung, ne, ob der das haben möchte oder nicht. Also ob der es machen wollte oder nicht, ist halt seine Entscheidung. Mit 2,5 Milliarden kann man auf jeden Fall ganz gut leben. Kann ja die ganzen Firmenleute abbezahlen. Minecraft wird ja auch, denke ich mal, weiterentwickelt. Nur hat halt jetzt Microsoft sozusagen alles in der Hand. Und ja, Notch kann sein Leben jetzt erstmal genießen. Er hat gesagt, er will kleine Projekte machen. Was das genau heißt, weiß man noch nicht. Vielleicht kommen jetzt einige Projekte noch. Oh, da sehe ich einen. Da wurde einer getötet. Hast du den getötet? Nee, ne? Nein. Okay, dann töte ich aber den. Ich habe mich gerade etwas auf den Berg verschanzt. Okay. Und Minecraft? Ja, Minecraft hat mir immer bisher Spaß gemacht. Wird mir, denke ich, immer Spaß machen. Worauf ich vor allem richtig Bock habe in Minecraft, ist so ein ja, Community bauen. Sozusagen, dass man zusammen. Ach, da ist einer, der hat mich noch nicht gesehen. Ich habe ein, zwei, ich habe drei, vier. Ich habe den fertig gemacht. Ich kam von hinten. Ich glaube, der war noch leicht verletzt. Das war doch sehr schön. Bin jetzt voll geared. Das können wir so machen, ja. Ja. Doch, ich bin voll geared. Bogen kann man noch nehmen. Drei Arrows. Passt schon, passt schon. Leider noch kein Kompass. Aber ja. Also ich habe auf jeden Fall so Bock zu bauen. Die Sache ist, ne, da gibt's einen kleinen Haken. So klein ist der Haken auch nicht. Der ist eigentlich ziemlich groß. Und zwar, ich habe schon mal was in Minecraft gebaut. Also dieses reine Minecraft so gespielt, wie es sich eigentlich gehört als Sandbox. Wo bist du? Da auf dem Berg. Okay, ich bin nach unten gegangen. Ach, da bist du. Lass uns hier unten lang gehen. Nur das ist extrem lange her, dass ich gebaut habe. Das heißt also, ich habe absolut keine Ahnung, wie man zurzeit baut, was man baut. Ich weiß, wie man noch so Waffen erstellt, wie man vielleicht ein paar Boxen macht. Aber ich zum Beispiel jetzt so mit, wie heißt das, Redstone und so das Ganze, wie man sich eigentlich so automatische Getreidefarmen baut. Komm mit schnell, das auf der anderen Seite. Wie man sich so automatische Getreidefarmen baut und so. Sowas davon habe ich gar keine Ahnung mehr. Und ich habe mir ein bisschen mal umgeschaut. Zurzeit spielen ja alle diese
Ja, wie heißen diese Mods? Irgendwie Atom? Tagged und Hexed. Genau sowas, also wo man irgendwelche Atomkraftwerke und hast du nicht gesehen bauen kannst. Ich finde das zwar ganz geil, würde ich auch sehr gerne spielen, auch immer mit verschiedenen Leuten. Werde ich vielleicht sogar machen, so dass ich immer mit verschiedenen Leuten spielen werde. Aber da muss man dazu sagen wieder, ich bin dann ein absoluter Noob und da werde ich höchstwahrscheinlich geflamed. Wir gucken, was hier oben ist. Wahrscheinlich gar nichts. Wir müssen auf die andere Seite, um da hochzukommen. Vielleicht ist die Kiste hier noch ungelootet, man weiß es nicht. Da müssen wir hin die Treppe finden. Und ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich denke, einige von euch hätten auch mega Bock drauf. Und das könnte ich dann einfach öfter hochladen. Oh, da ist einer. Der sieht ziemlich angefressen von Pfeilen aus. Okay. Und der ist tot. Guck mal, ob du eine von den Sachen klaust. Ein Bogenschütze. Wo? Oben, Treppe hoch. Okay. Schnell auf den. Oh. Der hat eine Diamantspitzhacke. Nein, das ist eine Diamantaxt, aber der ist tot. Da macht der nichts. Also ich habe auf jeden Fall mega viel zu essen mit. Schmeiß mir hier mal ein paar Sachen weg. Eisenhelm ist da für dich. Habe ich. Schuhe. Nein, ich habe Schuhe weggeworfen. Egal, glaube ich nicht. Ich habe Sneakers an. Eisenschwert ist da drin. Natürlich schlau, dass wir da jetzt so eine gemeinsame Dings machen. Nord. Ich habe wieder so einen Flatshop. Das sieht doch ganz nett aus. Jetzt kann man sagen, unser Gear sieht gut aus. Das necken wir nochmal hier. Dann kannst du weitergehen. Hätte auf jeden Fall alles gelootet gehabt hier. Und ja, also ich habe mega, wirklich, ich habe mega übertrieben Bock zu bauen. Nur ich weiß halt noch nicht, wie, ob ich vorher mich da einmal kurz einspielen werde oder ob ich wirklich so als Noob bauen möchte, weil ich glaube nicht, dass das noch jemand sehen will, wie einer, ich weiß nicht, das wird so das übelste Gehate und hast du nicht gesehen, weil ich halt sowas noch nie gemacht habe. Ist da irgendwo eine Crafting-Box? Ja, ne? Ja, hier sind ganz viele Ich habe hier meine Eisen, oder ich mache mir dann mal ein Eisenschwert. Leben noch 4 Leute. Können wir schon Deathmatch aktivieren? Teilen. Geht, glaube ich, nur mit drei. Ne, ne, das geht zu viert, aber der muss ein. Das muss ein Chat sehen. Oh, die haben Oh. sogar schon aktiviert. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Ah, da haben wir den getroffen. Ich sehe den aber nicht. Er ist unsichtbar. Was soll denn das? Ich sehe dich. Alle anderen sind bei mir unsichtbar. Ich habe komischerweise seit neuestem solche Bugs. Siehst du jemanden? Ich sehe auch nur dich. Irgendwie sind alle hier unsichtbar. Ist das eine neue Fähigkeit, dass man sich unsichtbar machen kann? Nee, das wäre. Also glaube ich zumindest nicht. Hier ist einer. Edzard. Okay, ich komme. Einen habe ich da. Nice. Matze hat sie, sehe ich. Ich gucke einfach mit dem Kompass, ob sich hier einer irgendwo versteckt. Bei mir leben noch 4 Leute. Oh, Nein. Striker ist hier. Ich komme. Jo, ich hab ihn. Jetzt sind eigentlich nur wir beide da, obwohl mein Plex sagt, es leben noch 4 Leute. Ich glaube, wenn ich jetzt dich getöte, dann sollte ich gewinnen. Wie, wenn du mich getötet hast? Scheiße. Siehst du? Das ist voll der Bug. Na, also eigentlich ist mein Plex-Server zurzeit für Bug. Macht aber trotzdem Spaß, weil wir hier einfach jedes Spiel gewinnen, obwohl wir Noobs sind. Wir haben das ein halbes Jahr lang oder so nicht gespielt. Ungefähr 4 Monate oder so. Aber wie gesagt, es wird wieder ein bisschen mehr Minecraft kommen, diese ganzen Fun-Games. Es wird auch wahrscheinlich so ein Craft-Game kommen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das gestalten werde. Also, da muss ich das gucken. Werde mir mal ein Konzept überlegen. Vielleicht auch mal Gastleute, die mitmachen. Zum Beispiel Tudu hatte Bock, der hat gesagt sowas. Vielleicht mit der Community, also so einen öffentlichen Server machen. Mal gucken. Also, seid mal gespannt, ob da was kommt. Kann ich noch nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall Bock, aber ob das machbar ist, weiß ich noch nicht. Sonst werden immer zwischendurch mal kleine Games kommen. Natürlich neben DayZ und den anderen Sachen. Ja, vielleicht kann ich euch spoilern. Bald kommen
Ne, ich spoiler euch noch nicht. Ich habe das ja im Stream schon mal gesagt. Aber ich spoiler euch nicht. Lasst euch einfach überraschen, was kommt. Auf jeden Fall werden diese Woche einige Sachen wieder aufgenommen. Auch mit anderen YouTubern. Aber da habe ich euch schon wieder gespoilert. Deswegen, Leute, scheiß drauf. Haut einfach rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten die letzte Minecraft-Folge. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Yo.